Der öffentliche Busverkehr gehört für mich zur unbedingten Daseinsvorsorge in einer Stadt. Sie ist aus klimaneutralen Gesichtspunkten heraus absolut erforderlich. Und wenn wir eine Verkehrswende wollen, dann müssen wir auch einen bezahlbaren Busverkehr haben. Also das 1-Euro-Ticket halte ich für sehr erforderlich. Und das lässt sich auch finanzieren, weil ich finde, das ist eine kommunale Daseinsvorsorge. Und wie finanziert man das? Naja, man muss schon sehen, die Investitionen, die wir heute tätigen für den Autoverkehr, Straßenausbau, Straßenunterhaltung und man denke mal an diesem blöden Ausbau der B51 zwischen Münster und Telgte. Alles das können wir sparen, dann lieber das Geld umschichten und in den ÖPNV stecken, für bessere Busse, für billige Tarife. Das ist ein erforderlicher Ansatz, den wir haben, um auch die Dinge finanzierbar in die Zukunft zu begleiten.